Me Friend. Also wir nehmen das nur mal für alle, die das dann irgendwann sehen. Es ist nicht Makarova von der Hook, sondern von der Tonalität her eher Sinaloa. Wir haben es gerade nochmal durchgecheckt bei Kappa, Kollege. Aber das Sample ist auf jeden Fall bei Sinaloa, bei Shuriken und bei dem Track anders verbaut. Aber es ist die Grundmelodie. Es ähnelt sich. Ziemlich, ziemlich stark. Es ähnelt sich auf jeden Fall. Ich check mal ganz kurz, ob ich da vorne Startlaufen habe. Ja. Du entscheidest dich mal für den nächsten Track. Yes. Ja, komm, wenn wir sie jetzt doch schon fast alle durch haben, dann Asche? Ja. Dachte ich mir, oder? Wolltest du? Was bleibt, ist Asche. Den titelgebenden Track des neuen Albums. So, dann haben wir alles durch. Passt auch gerade von der Überleitung ganz gut, so von Kolle zu Asche. Ja. Das ist auf jeden Fall Rap-Monster. By the way, November, ne? Steht noch, hoffe ich. Jetzt musst du aber erzählen, warum. Du kannst dir nicht einfach was so in den Raum schmeißen. NBA 2K kommt im Oktober raus. Und im November My-Player-Modus, was ich ziemlich dope finde, vielen Dank dafür. Mit Asche. Ja, wir wurden das letzte Mal angeschrieben und hatten eine ganz kurze, nice Konversation so auf Insta. Schönen, netten Schriftverkehr und haben uns, glaube ich, des Todes also gefeiert. Zwei Nachrichten oder so. Wir haben uns des Todes gefeiert, so Punkt, Schluss aus. Ja. Vielen Dank für die Props dafür. Und für viel das Ganze Respekt wirklich. Für die Reaktion, Dicker. Und viel Respekt auf jeden Fall. Vielen Dank. Natürlich nehmen wir jetzt auch klar, den nächsten Track, ne? Big Boy hat schon gesagt, so was nicht aus Asche. Shame-Ding, sondern Asche ist einfach dope, Alter. Das letzte Mal war dope. Ihr habt. So ist es. Wir haben keine Todesdrohungen bekommen. Es verhielt sich normal. Ja? Wir haben den Track genauso wie allem anderen davor auch einen Dope gegeben. Und die Reaktionen waren einfach schön. Ja? Ja. Wir mussten keine Nummern austauschen. Ja? Es wollte uns niemand besuchen kommen. So. Nee, alles gut, alles entspannt, so Leute. Also, wollen wir das gleich obwohl einsteigen? Obwohl wir einen Dope geben. Okay, ja, lass machen. Lass machen, Dicker. Los geht's damit. Ich bin gespannt. Die Violinen und wir, ne, wir sind halt cool. Ich mache, was ich will, du liest die Gesetzeslage. Und der Hotelpage bringt Koks und die Konzertgage. Mach dich auf Bulletproof, du Zwergnase. Denn ein, zwei Kugeln macht mich ungewohnt sterblich wie Mortels Name. Du frisst dein Pets und keine Zuckerwatte. Scheiß mal auf Deutsch, meine Fäuste sprechen muss. Das sind aber Puh. Videozusammenschnitte. Puh. Ja, ist dope, Alter. Puh. Aber das Video ist geschnitten. Das ist, ich kann dir nicht sagen, warum, wieso und weshalb. Ist das, was man bekommen konnte. Ist auch völlig okay, habe ich auch jetzt nur, ich meine, da ist Stress, sind Ausschnitte dabei, es sind Ausschnitte vom Makarova-Video dabei. Wobei ich sagen muss, dass Stress immer noch ein sehr, sehr starker Track für mich ist, muss ich sagen. Bis jetzt gerade heute, was mir als erstes aufgefallen ist, der krasseste Beat in der Runde. Ja. Der hat mich schön weggeohrfeigt. Die Dynamik ist auf jeden Fall Dynamik ist heftig. Eine ganz andere und auch seine Dynamik noch auf dem Beat drauf. Ja, ganz ne? klar, ganz klar. Multipliziert sich gerade so ein bisschen, ne? Muss so halt fünfmal jetzt zuhören, weil, auf jeden Fall. Weil er ist halt ähnlich komplex, weil wahrscheinlich auch viel gelernt so in der Zeit bei Alpha. Ja, die Komplexität halt generell bei Rap, bei seinem Rap ist halt auch schon, es ist ein sehr hohes Niveau. Und definitiv, also da ist inhaltlich, was da verpackt ist, sind da auch ganz wenige dran. So, so sieht's aus. Unsterblich wie Mortels Name. Du frisst dein Bett und keine Zuckerwatte. Scheiß mal auf Deutsch, meine Fäuste sprechen Muttersprache. Ich hab nen Beef überlebt, du bist auf Frieden geprägt. Und 10 Sekunden mit mir im Geld sind wie 7 Jahre in Tibet. Was bist du wollten hau? Sind wie 7 Jahre in Tibet. Ja, frag mal Brad Pitt. Ich fand gerade ganz kurz so den übergelegten Delay. Einen kurzen Break und wenn der Beat gar nicht wieder kommt, fand ich super nice gemacht, so kurz gemacht, zwischendrin. Aber. Das ist jetzt der Ausschnitt aus dem Mois, aus der Mois-Antwort. Und 10 Sekunden mit mir im Geld sind wie 7 Jahre in Tibet. Verpisser wollten Haken schlagen, aber schlagen höchstens Haken wie bei Hasenjagden. Sie können meinen Namen sagen, aber Asch ist Narben, stellen die Straße da wie Kartografen. Ich war auf Speed und saß im Renault Twingo, auf circa einem Kilo. Was ich schlaf, irgendwann schlaf ich hier wie ich auf dem Friedhof. Von der Straße für die Straße, im Handgepäck ne Schafe. Ich hoffe nur, die Kugel kommt von vorne. Also ganz kurz, ne? Ich hoffe das nur, die Kugel kommt von vorne, ist halt true, das ist ne? halt Truth des Lebens, weil
Die Messer im Rücken kommen immer von Leuten, die du liebst, Alter. Auf jeden Fall. Und es ist gerade sehr, sehr real, was hier ausgepackt wird. Also gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ja? Hook, gehe ich mal schwer von auskommt. Asche, Asche, Asche. Immer ne Schachtel und Revolver auf Tasche. Bullen sind am Observieren, was ich mache. Zähl im Hotelzimmer mein Geld und ich lache. Asche, Asche, Asche. Ein paar Bullets, bis ich die Mios knacke. Zwischen Gangsterfilm und Ring auf der Matte. Ein paar Namen, was bleibt ist Asche. Ich finde das im Beat super nice gemacht. Das ist kein Delay. Ist aber nur mal kurz so weggefedert mit dem Filter. Es ist super nice so. Also was mich jetzt tatsächlich interessiert, ich meine, über die Unanfechtbarkeit von Asche ist ein doper Rapper, haben wir jetzt gesprochen. Was mich jetzt interessieren würde tatsächlich, wie der das alles live delivered. Live. Das würde mich interessieren so. Ich glaube, krass so. Ich glaube, das Wichtigste ist doch erstmal auch, dass du das live krass und gut delivern kannst. Erstmal alle Lungenvolumen. Ah, ja. Er ist aktiver Sportler auf jeden Fall, ne? So, sollte vorhanden sein. Und ich glaube auch noch so immer so ein Feingefühl dafür, nicht ins Mic zu schreien. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass das live sich auch wirklich geil anhört. Dass das alles gut passt. Und ich glaube, er hat es hundertprozentig verstanden. Bei vielen Tracks, also ich bin da ja so dieser Oldschooler, ne? Bei vielen Tracks brauchst du einfach ein Backup, um das richtig schön durchzukriegen. Es gibt beschissene Backups, es gibt dope Backups. Und da musst du damit halt auch harmonieren können. Weil jetzt nimm mal einfach einen Sammy zum Beispiel. Ich persönlich finde, dass sich Sammy damals bei dem Switch mit auf die Flame überhaupt keinen Gefallen getan hat live. Es dann alleine zu machen, ist bei der Komplexität seiner Tracks auch schlecht gewesen. Aus meiner Sicht. Das meine nur ich. Okay. Curse, Feuerwasser. Ich sehe den im Club, im Airport auf Osterjam. Mit komplett Firma und alles dabei. Ja. Yeah. Stiebers hinten dran. Alle haben irgendwie gebackt, war dope. Der Typ kommt alleine auf den Splash. 25.000 Mann, Bühne riesengroß, der hat sich auf der Bühne fast verlaufen. Und er ist ein doper Rapper. So, Asche, wenn du, ich hoffe einfach, ich muss versuchen, da hinzukommen irgendwie. Ich wollte gerade noch, weil du gerade so aufzählst, so, bei Assad weiß ich zum Beispiel gar nicht, wer es war, habe ich auch nur einmal live gesehen. Fand ich es aber auch nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Lieblingskombo. Bis jetzt, muss ich sagen, hatten es ja schon mal darüber. Bei mir war es ja die Kombo Savage und Lars, auf jeden Fall. Und du hattest damals, lass mich kurz überlegen, wer war dein Lieblings-Backup von Savage? Echo. War das bei dir Echo? Ich glaube. Hattest du Echo gesagt, Alter? Also Echo war auf jeden Fall dope. Dann, wie heißt der Typ von ASB, Alter? Ich bin mir gar nicht sicher, dass du Echo gesagt hast. Ich auch nicht mehr. Nee, ich habe jetzt auch nichts mehr auf dem Schirm gerade. Nee, ist ja egal, aber. Aber was zum Beispiel auch dope ist, also ich meine, That's How It Goes, Meth and Red, also das beste Beispiel. Nee, aber du hast schon recht so. Wie bringt man das rüber? Hat man alle die Luft dazu? Findest du einen nice Backup, der dich da wirklich perfekt ergänzt so? Und das ist schon wichtig. Es gibt Leute, die kriegen das super hin. Ich war nach wie vor sehr begeistert von SSIO, von seinem Live-Auftritt, das kann ich sagen. Er hat es perfekt hinbekommen, Alter, und das fast ohne Backup. Es gab ab und zu mal Momente, klar. Wenn du das hat mich voll getriggert, ich überlege jetzt die ganze Zeit, wen hatten der als Backup? Nee, ich sagte, mir fällt es gleich wieder ein. Echo, ja? Lars, Matrix. Und davor. Danach? Ist ja egal, lass mal weiterbleiben. Was soll sich ändern, nur nach ein paar Streams? Ich bin gleich geblieben, Feinde werden vom Blade durchsiebt. Eier in der Hose und im Käfig aggressiv. So wie Feder, Flatterfien, eine lege Batterie. Grappling mit Jibril, Jabs an Betonwände. Doch ich bleibe hart, auch wenn dieser Song endet. Zeig den Kids im Block paar technische Griffe. Vom Dreck an die Spitze, wie bei Crack Junkie Spritze. Mann, das ist so krass, Alter. Auf jeden. Ich freue mich, dass solche Rapper in Deutschland überhaupt existieren, Alter. Es auf jeden ist Fall. Wirklich, wirklich, gefällt mir auch besser als Jahrhunderttalent. Auch wenn es die Single war, so. Gefällt mir besser, weil es einfach für mich technischer ist. Es ist dope. Es ist dynamischer dope. Und es ist sehr rough halt auch, ne? So, und das gefällt mir sehr gut daran. Alter, zeig den Kids im Block ein paar technische Griffe. Der Mann ist nice, Alter. So sieht's aus.
Ich lebe jeden Tag so, als wär's mein letzter Leichen. In der Family durch Genozid, du Menschenrechtler. Young Elvis Presley, mein Gesicht auf Werbeflächen. Ich wurde so erzogen, ich muss mich mit den Stärksten messen. Ich hab mein Lächeln verlernt, doch hab auf der Suche nach Frieden das Kämpfen gelernt. Das ist die Politik der Straße ohne Zensur von Aufträgen. Tenor von Haudegen, Blessuren von Faustschlägen. Blessuren von Faustschlägen. Alter. Sehr, 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 sehr nice, Alter. Sehr, 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 sehr nice. Auch Beat rausgenommen, ganz kurz. Ja, wirklich nur A Cappella laufen lassen und jetzt wieder gib ihm gleich. Der Straße ohne Zensur von Aufträgen, Tenor von Haudegen, Blessuren von Faustschlägen. Asche, 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 immer eine Schachtel und Revolver auf Tasche. Bullen sind am Observieren, was ich mache. Zähle im Hotelzimmer mein Geld und ich lache. Ich muss ganz kurz Stopp drücken. Stell dir mal vor, Splash irgendwas, 15, 20, 25.000 Leute, je nachdem, ja. Und alle schreien, Asche, 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 wenn die Hook losgeht, Alter. Was denkst du, was dafür... Dafür gibt es, glaube ich, leider viel zu viele YouTube-Kids, Alter. Der kriegt nicht den Slot. Aber ja, ich bin voll bei dir, Bruder. Das kommt, Alter. Aber was denkst du, was da denn los ist? Oder lass es allein schon eine kleine Halle sein, so, ne? Mit 1.000 Leuten. Ja, Mann, scheiß drauf. Allein wenn da 1.000, 2.000 Leute sind, Alter. Brutal, Alter. Die wirklich Bock auf ihn haben, dann ist das monströs. Und nochmal, ich warte auf die Tour-Dates, wenn die kommen. Und ich muss dahin, Alter. Ich muss das. Digga, wir gehen so oder so dahin. Ne? Also, das steht mittlerweile klar. Asche, 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 ein paar Bullets, bis ich die Mios knacke. Zwischen Gangsterfilm und Ring auf der Matte. Ein paar Namen, was bleibt die Asche? Sehr nice. Ja? Okay, ja? Wir gehen ein Stückchen zurück, so. Killer-Ding. Also, ich will den auch gar nicht vergleichen. Das ist Straßenrap, wie ich mir den wünsche, so. Ja. Ja. Ich glaube, über Authentizität brauchen wir hier nicht reden. Keineswegs bei ihm. Keineswegs. Über Skills brauchen wir nicht reden. Auch er hat Rap und Lyrik gefressen, also, so. Absolut, Alter. Das absolut. Ist ja halt auch jemand, also ich glaube, ich kenne ihn ja nicht, so. Ich glaube, dass das wirklich jemand ist, der auch der Artform Rap, mhm, sogar ein Stück weit der Kultur Hip-Hop, mhm, absoluten Respekt entgegenbringt. Und ich glaube auch, dass der, möglich, ja, was Rap angeht, also der Rap-Technik, dass ihm das absolut wichtig ist, wie die Texte gebaut sind und so. Das hast du auch bei Feind von jedem gehört, das hast du... Das hörst du bei einigen Sachen so. Ich glaube einfach, dass das ihm wichtig ist und dafür allein gehen halt Props raus, so. Ja, auf jeden Fall. Dope, Alter. Lass ich so wirken, perfektes absolut Schlusswort. Dope. Big Boy, perfektes Schlusswort, genauso. Absolut dopes Ding und wir gehen weiter zum nächsten. Ja, perfektes Ende, ich danke dir, Bruder. Ich danke Asche, Asche, was bleibt ist Asche. Alles, was bleibt, holt ist euch Asche. Das Album, falls ihr die Box noch nicht vorbestellt hattet, so weil die aus. Ist ja jetzt raus, glaube ich, ne? Seit Donnerstag, wenn ich das im Kopf habe. Gönnt euch auf jeden. Ja, ich habe nachbestellt. Peace.